So, willkommen zum Blödsinn am Sonntagabend. Ihr seht da so drei komische Gestalten vor mir. Ja. Ihr hört sie auch schon im TS lachen. Mit dabei heute der Farmerboy, die Laura und die April. So. Und wir spielen heute Human Fall Flat und ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Also Oh, dieses Schaden. bunte irgendwas da. Regenbogen April. Ja, das Lass mich seid ihr nicht. los! Jetzt müssen wir irgendwie das Boot rumdrehen und irgendwo hinfahren, richtig? Ja, wir müssen da rüber, da müssen wir irgendwie. Dich abtreiben, April. So, auf jeden Fall müssen wir da irgendwie hochkommen. Das Hoch ist nicht das Problem, einfach reinspringen. Ja. Bin drin. Haltet euch am besten Ich kann aber auch nichts machen. Das sieht ja aus, als würde ich bei dir irgendwie im Arsch stecken, ey. Okay. So. Also warte mal, ich habe das vorhin recht gut hingekriegt, damit Ups, nee, ich meine nicht dich. Ja, wir müssen jetzt irgendwie wieder das Boot wieder flott kriegen. Jetzt ja, nicht zu weit Ich aus. schieb ein. Aber nicht zu weit. Nein, nein, nein. Das ist blöde. Man geht unter. Man kann sich nicht festhalten. Ja, doch. Nee, also ich rutsche immer ab. Oh. Nein. Nimm mich mit. Ich will sprinten. Geht nicht. Oh. Wie schafft es Laura, sich noch festzuhalten? Also in die Richtung geht, in die andere Richtung ist irgendwie. Bäh. Warte mal, ich muss mal versuchen. Ob ich das von hier aus hinkriege. Zack, zack. Nee. Schön, ich brauche das Ruder. Warte, also, wenn ich ja irgendwie. Ah, warte mal, jetzt. Irgendwie So. ich liege hier. Das ist schön entspannt. Ups. Wartet auf mich. So, Aber ich. jetzt müssen wir das Ding irgendwie ins Da Wasser kommen die kriegen. Regenbogen. Nicht ziehen, schieben. Glaube, gerade hat es geladen. Ich glaube, wir könnten schon drüben sein, oder? Ja, Errungenschaft freigespielt. Kletterer. War das das Ziel der ganzen Sache, oder wie? Das war ja Ach einfach. so, mein Total einfach. So. Wie kann man den hochklettern? Das habe ich so nicht verstanden. So, einer muss uns. Steuer. Einer ans Ruder. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch ein Stückchen wegschieben, oder? Aber frag mich mal, wo wir hin müssen. Ja, auf die andere Seite, also. Und Gleichgewicht halten, das machen wir auch irgendwie. Wir sind jetzt im Es bewegt Wasser. sich, es bewegt sich. Ich bin im Wasser. Lass nicht los. Laura, wir müssen, glaube ich, nach links. Versuch's doch! Das andere links. Nicht in die Richtung. Da fahren wir einfach rückwärts. Ja,
ewig hoch. Ich glaube, wir sind schon da. Sieht man das irgendwo, wenn er einen Speicherpunkt macht? Ja, da dreht sich so ein bisschen in der Ecke. Scheint es zu sein hier, oder? Aha. Er wollte jetzt wir haben ernsthaft diese Krücke von Segel, die mich hingekriegt, ist aber der Motorboot haben. Ja. Also oh, wenn schon Versagen, dann mit Schmack ist. Jetzt hat man es erstmal ein bisschen zur Seite schieben. Hier mit Hüften bewegt sich eher. Das sieht nur ziemlich pervers aus. Das war mit dir, Laura. Apple. Würdest du mal aufhören, nach vorne zu schieben? Wir müssen das Ding ins Wasser kriegen. Aber die frage ich mich, wie wir jetzt da gleich drauf kommen sollen. Ja, was macht ihr denn da? Ich bin drunter! Ich bin da hoch! Kann man hier, nicht irgendwie klettern? Du kannst dich da im Prinzip Arme nach. Also musst nach oben gucken, die Arme hoch. Ja. Und dann musst du im Prinzip anfangen nach unten zu gucken und dann zieht er sich da so hoch. Ich hab's geschafft. Nee. Ah. Das Problem ist. Autsch. Ja, autsch, ja. Okay. Bleib hier! Bleib hier! Ach so, hallo. Und jetzt ist. Oh, wie klettert euch denn hoch? Ich glaube, da waren wir voll, da wollen wir nicht hin. Wie? Kann man das rückwärts? Die Hochdrücken habe ich verstanden. Hallo. Aber wie ich, wenn ich mich hochgedrückt habe, wie ich dann. Puh, ja. Jemand anders soll bitte steuern. Könntest du mal ein bisschen steuern, April? Oh. Hey. Ihr Schweine, lass mich doch nicht hier allein auf der Insel. Das sieht wunderschön aus. Also das mit dem Hochziehen habe ich immer irgendwie noch so richtig gehabt. Also wie man dann hochklettert, richtig. Danke, ich nehme Laura mit. Kann sie doch nicht. Ich will hier immer sprinten. Geronimo! Oh Mensch. Errungenschaft freigeschalten, Atemübungen. Wir fahren mit dem Boot weiter. Ja, mal in die falsche Richtung. Wir fahren rückwärts. Ja, das Segel muss auf die andere Seite. Wollte ich, aber April zerrt ja lieber erstmal 90 Grad im. Vorsicht, Mann!
Gegenwind. Wir haben Gegenwind, April. Jetzt wieder auf die andere Seite. Hä? Okay. Ja? Hä? Aber der bringt noch. Du musst den Wind im Auge behalten. Wo ist der Wind? Ja, guck doch mal das Segel, in welche Richtung es sich bläht. Das Problem ist, wir haben jetzt permanent Gegenwind, deswegen brauchen wir das Motorboot. Ich glaube, wir können am letzten Speicherpunkt neu starten. Guck mal, wir sind hier am Wasserrad. Ja, das hilft uns aber nicht. Wasserrad! Ich bin zum Wasserrad. Laura, längst immer noch links. Ist es links? Nicht das links, das andere links. Ah! Hilfe, wir sinken. So, jetzt kannst du loslassen, Laura. Ich glaube, es ist nicht tief genug. Sind doch mittlerweile alles los. Ja. Aber zum Boot kann man doch zurücklaufen, aber ja. Kannst du nicht am letzten Kontrollpunkt laden? Ja, das bringt uns ja nichts. Das andere Boot ist ja so weit draußen. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt neu laden, wenn das Boot nochmal am Land ist. Ups. Autsch. Und was soll das jetzt werden? Das Holz schwimmt nicht wirklich. Kontrollpunkt laden. Na, ich probiere es mal. Schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Ups. Oh Mann, nein, ich rette dich. So, guck, ob wir schieben können. Laura hängt einfach da oben dran. Nee. Ja, noch ein Stückchen, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, aber ich bin nicht im Wasser. Dann geh doch nach hinten und schieb, statt zu ziehen. Halt! Was macht denn hier? Was denn? Ich war im Moment ja nichts. So, rauf mit euch. Und jetzt festhalten. Rein. Hallo, irgendjemand muss da rauf, am besten C. Oh. Los, geht alle rauf, ich schieb dann rein. Ja. Irgendwie werde ich langsam seekrank. Ich wollte gerade sagen, müsst ihr jetzt April durch häckseln oder was? April wird euch häckseln. Ja, festhalten! Lenken! Nicht dahin! So, und jetzt in die andere Richtung. Ja. Das läuft. Ah! Nein! Kannst du nicht mal geradeaus fahren? Danke, dass ihr mich abholen könnt. Ja. Du weißt schon, dass du jetzt volle Kanne mit dem Bug auf den Sand gesetzt hast. Komm mal, jetzt knicken. Das kann doch auch andere. Das kann doch mal. Ich hab gesagt, die Mädchen werden gesteuert. So, ich halte mich wieder fest. Wir fahren los. Halt. Das fährt noch nicht.
Komm. Eben hat's doch schon fast losgefahren. Jetzt. Ja. So. Lass mal los. Dauer, du fährst wieder sonst irgendwo hin. Ich soll los. Warte mal. Ich würde mal sagen, rot muss rechts sein, grün links, dann müssen wir den Weg lang. So, mach mal wer andere. Fischi! Viel Spaß! Warte mal. Ich geh hier Muscheln sammeln. So, ich sehe mich in die Richtung nichts, wir müssen da lang. Vorsicht! Komm! Nach links, nach links, nach links. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, geradeaus wollte ich mal sagen, noch ein Stückchen. Irgendwas da vorne mit Feind mit dem großen Schiff da. Hey Leute! Speichern? Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ah, ich sehe. Man kann einfach am Rand durchs Wasser laufen. Ohne dass man so wirklich. Ups. Ich warte einfach. Ich glaube, wir müssen mit dem Schiff dann fahren. Das ist gut. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Ich sterbe. Was? Aha. Die rutscht direkt wieder runter. Das ist auch toll. Ach, ihr seid jetzt beim Schiff und dort ist gespeichert, ja? Ja. Dann komm ich mit. Au. Ich mach Brücke. Oh je. Ups. Kann mir schon denken, wie es jetzt weitergeht. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man im Single nicht mehr weiterkommt. Mit was? Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man im Single dann nicht mehr weiterkommt. Lässt du mich mal los? Kommt ihr mal nach oben hier? Ja, aber die Treppe ist so hoch. Wir müssen da hoch? Ja. Ich steuere nicht. Ich glaube, da ist keine Scheibe mehr drin. Also ich würde mal behaupten, muss jetzt. Einer rechts, einer links. Du fährst rückwärts. Nee, jetzt muss Sunny noch vorwärts. Ja, so. Oh, wir schaffen das. Ich bin weiter nach rechts. Ja, rechts. Nee, Laura, du zurück. Und Sunny voll vorwärts. Ja, ich versuch's, aber... Ah, jetzt. Ja, sieht gut aus. Was? Und jetzt... Beide vor. Ja, läuft doch. Guck mal, Profis. Ich krieg's irgendwie nicht so richtig. Irgendwie krieg ich den Hebel nicht so richtig gegriffen. Du hast den gar nicht in der Hand. Ja, weiß. Jetzt. Sani, du musst jetzt zurück. Nee, rechts vorwärts.
jetzt beide vorwärts. Komm rum! Nicht du, genau, nicht du, nicht du! Das Schiff! Oh! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Ja, ich versuch's ja, aber ich krieg den Scheiß eben nicht gegriffen. Oje, 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 wir haben den Tank, wir haben den Tank. Ja, jetzt wieder vorwärts. Ja, läuft. Gibt nur leichte Kratzer am Lack. Ja, ist halt nicht unser Schiff. Ich hoffe, ihr seid versichert. Speicherpunkt! Ah, der hat gespeichert. Ich will weg hier! Und stopp. Oh Gott, nein! Ah ja, passt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir müssen hier Kiel aufladen. Ups! Das ist ein riesengroßer Kran. Will irgendwo an Land? Leiter! Ja, reicht das einfach für. Versuch du es, Laura. Okay. Leiter! Ich komme! Ach du je! Oh, ich glaube, wir müssen die Dinger aufladen, damit ein Schiff weiterfahren. Oder? Nee. Oh je. Habt ihr? Nee, warte mal. Den Kran fahren. Stopp. So, jetzt runter. Warte, Laura, wo ist unten? Keine Ahnung. Was müssen wir machen hier? Warte, das ist runter. Oh, nein! Laura, lass mich los. Laura! Also theoretisch könnte man sich ja einfach an den Kran hängen, sich darüber ziehen lassen, damit irgendjemand am nächsten Speicherpunkt ist, aber oder das ist, ich weiß nicht, oder müssen wir die Container umladen? Ich weiß nicht, bestimmt Stapel, damit wir dann da hinten hin können. Ich will mal ranzoomen, weil ich Ego-Perspektive gewohnt bin. Aber das funktioniert ja nicht. Soll ich nochmal hoch machen? Aber wie man die Haken einfach so da festkriegt, das kann ja, das kann man, kann das ja überhaupt nicht steuern. Warte, ich mach nochmal hoch. Ja, das ist definitiv zu hoch. Noch ein Stück runter, glaube ich. Oder? Stopp! Na, hebst du das Ding mal auf hier? Der könnte drin sein hier. Uah!
weil du hebst hier drüben schon aus. Also der hat die gegriffen. Ich glaube, ich muss ich komme damit nicht rein. Nur ganz kurz hin einstellen. Noch ein bisschen? Irgendwie. Ich will mal Kürzel bauen. Nein! Die Steuerung hat wieder. Ja, der könnte jetzt vielleicht auch gegriffen haben, aber ich glaube, das ist der falsche. Er ist jetzt über Kreuz. Ja. Also gut, er hängt irgendwie dran. Aber was macht man jetzt damit? Also entweder müssen wir da oben hin oder. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall wieder raus. Warum müssen wir jetzt auf den Containerschiff was aufladen? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ach nee, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das Containerschiff entladen, damit wir einen Weg darüber kriegen. Weil wir müssen wahrscheinlich da oben hin, da. Das war nicht einfacher gewesen, man hat sich einfach mit dem Kran hochheben lassen. Problem ist, der letzte kommt ja da nicht mit. Ja, der kann ja ins Wasser springen. Stimmt. Ja, toll. Na dann, Elbre, lass mal runter, bin ich hier. Laura. Noch ein Stück. Na, hältst du die mal fest? Jetzt. Nein. Warum funktioniert das nicht? Das sieht irgendwie buggy aus, aber ich häng dran. Ja, nicht mehr. Ja, rüber, nicht runter. Ah, danke, Lauch. Das geht ganz schön ins Genick. Du bist schwer. Langsam, stopp. Auspendeln und loslassen. Ich bin drüben! Ich halte dich fest! Was mit mir? Ich habe ja jetzt auch keinen Speicherpunkt gesehen. Also ich weiß nicht, ob das hier schon das ist, wo wir. Nicht wirklich. Ja. Warte mal, da hinten geht's irgendwo lang. Wie? Wo geht's lang? Wo da hinten? Bei mir. Boy. Ist auf jeden Fall Wasser. Hä? Wo bist du denn da? Na, da vorne ist er wieder, sie ist tot. Achso, du bist da runtergehüppelt. Ja, das kann es aber irgendwie auch nicht sein, ne? Ich glaube, wir müssen in die Röhre rein. Guck mal, hier ist sowas, was man umschmeißen kann. Speicherpunkt! Ja, es hat gespeichert, ja. Aber warum? Ah, warte mal. Ich hab. Ah, da ist Laura. Ich kann doch nicht fahren. Ich zieh einfach von unten. Nee, schieben. Bitte. Oh nein! Oh. Ich wollte die Röhre da.
Nein! 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 Also ich bin da. Wie kann ich hier? Habe ich jetzt den Speicherpunkt irgendwie freigeschalten? Nee, ne? Was ist das? Laura, du schaffst es. Da. Ja. Oh je. Ach so. Hä? Kannst mich loslassen übrigens. Laura, ich helf dir. Hey. Andre, hilf mir, die war bin ich gegen mich nicht. Ei, ei, ei. Okay. Gut. Jede Menge Holzkisten. Dummies! So, ich hab mich jetzt hier fest. ja. Okay. Warte mal. Ich wollte dann erstmal gucken, wo wir hin müssen, bevor wir hier irgendwas durch die Kante ziehen. Die Kiste da reinpacken, damit. Nein, dann, und was bringt uns das? Das geht ja noch nicht weiter. Naja, wenn ach doch, ja, es geht weiter. Miteinander machen, dann haben wir einen Weg. Ups. Glaube ich. Ja, geil. Ich meine, die Kiste sieht man nicht. Aber ihr müsst die nicht übereinander, sondern nebeneinander machen. Ach, schon klar. Ja. Ja, super. ja. Das sieht sehr professionell aus. Na? Mit der Steuerung, mit den Armen ist es ganz klar. Oh nein! Das ist ja wieder halbwegs in Ordnung, nee, ne? Und wenn wir die große dorthin packen? Ja, ist die Frage, wie kriegen wir die große? Gar nicht. Ups. Boah. Schwimmschule. Sind wir ganz am Anfang. Ich hab's gehört. Das sieht doch bescheuert aus. Kein Entkommen. Oh, danke.
Ich wollte gerade die Dings ziehen da, die Kiste. Oh, hier ist noch jemand. Nein! Ich war kurz weg. Super, jetzt habt ihr die Kiste dahingestellt, jetzt kommt man gar nicht mehr hoch. Wie hoch? Ich greif hier unter das Bein. Also entweder ihr müsst sie da wegholen oder ihr müsst alleine zum nächsten Safe-Punkt kommen. Ups. Doch, du kannst an der Seite langlaufen. Da durch die Pöller. Da passt du durch. Ich hab's aber dummerweise nicht mehr verspringen. Warum sind wir nicht so unfähig gerade? Ich springe so eine Ecke. Oh, ich sehe gerade, kurze Pause. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.